Guten Tag. Ja, hallo. Bei The Forest. Auf, da hinten ist ein Dorf. Ja, das habe ich schon gesehen gehabt. Nur ich glaube fast, dass wir hier schon mal waren. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich glaube, wir sind hier aber nur mal vorbeigelaufen. Oder? Hey, ist ein Lizard. Oh. Ja, da waren sie am Arbeiten. Die Tische sind schon blutig. Ja, ich mach mal einfach mal die ganzen Totems da kaputt. Ja, wir sollten in Richtung nach Hause gehen, also einfach geradewegs, oder? Schauen wir mal, wie lange wir brauchen. Oder? Ja. Einfach hier so in diese Richtung. Warte mal kurz, was ist das? Achso, da war ein Finger gehängt. Boah, hier ist voll nee, mach Totems gerne kaputt, weil da ist halt Stoff drauf. Ja, gut, Stoff ist aber nicht mehr so im Mangel, finde ich. Ich habe jetzt. Ja, man ich habe nur noch 10. Oh, ich sollte mal wieder ein bisschen Stoff sammeln. Ja, genau, weil irgendwann geht es halt doch aus, wenn man die ganze Zeit Rüstung macht, Molotow-Cocktails und dann. Hier geht's. Hier waren wir doch noch nicht, oder? Nee, irgendwie. Kommt's mir nicht, wie kann fahren. Jetzt interessiert mich mal, wie weit wir weg sind. Was ist da? Aber ich glaube fast, wir müssten echt mal die ganzen Höhleneingänge, wo wir schon mal drin waren, irgendwie markieren, dass wir wissen, dass wir da schon mal drin waren. Ist es auch was? Buggy? Bei was dir gerade? Der See hier? Meinst du mit Buggy? Bei mir ist das Wasser nicht da, bei mir schwimmen die, bei mir fliegen die Fische. Nee, bei mir ist das Wasser da. Interessant. Naja. Ja. Ah, warte. Ja, jetzt kennen wir uns wieder aus. Jetzt sind wir da, ja. Ey, sind wir gut, gar nicht. Gemacht. Das Wasser ist auch nicht da. Du hast vielleicht Probleme. Ich glaube, ich habe gerade Batterien gefunden. Haha, geil. Echt cool. Wo denn? In was, dem schwarzen was? Koffer, ne, im schwarzen Koffer da oben. Yeah, geil. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob das jetzt unser ist. Welchen schwarzen Koffer denn? Der da hinten. Der hier. Welcher? Siehst du den nicht? Welcher schwarze Koffer? Der ist direkt hier. Da wo ich stehe jetzt. Da, ich stehe auf dem Koffer. Ah, okay. Jetzt. Close. Ne, bei mir war da keine Batterie. Bei mir ist ja kein Wasser da, ich sehe da voll gut rein, das ist voll Hammer. So. Ja, reicht ja schon wieder. Und einmal Lizard nehmen. Hast du gehört, was ich vorhin gesagt habe mit Höhlen markieren? Dass wir wissen, welche wir schon drin haben. Ja, ich weiß, Alter, ich sind voll viele Lizards, Alter. Wir könnten da irgendwelche Fackeln oder sowas dann hinstellen. Das kann's ja nicht sein. Lizards kann man echt voll leicht killen irgendwie. Oh, Mist, jetzt kommt der natürlich, jetzt bewegt er sich genau in dem Augenblick weg. Der gerade ein Hase? Ja, das will ich die ganze Zeit, aber du rennst die ganze Zeit und dann rennst du mal wieder los. Ich mach doch gar nichts, ich bin unschuldig. Und Hase erwischt, so endlich. Pfeili? Da ist Pfeili.
So, Hasi, komm her. Wo gammelst du denn schon wieder rum? Ach, ich gammel hier auf der Wiese hier. Ich habe mal zwei Hasen erlegt. Sehr gut, vor mir ist auch gerade ein Hase. Echt, vor dir? Wo bist du? Wo? Keine Ahnung, der ist da unten. Schon. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Alles gut. Oh, ich kann kein Marigold mehr tragen. Ja, wo bist du hin, Hase? Ha? Da unten bist du? Im Wald ist es gar nicht mehr so einfach, Hase. Nee, im Wald ist es nicht einfach, weil die Wiese so hoch ist. Irgendwie Wiesen. Ach scheiße, habe ich gar nicht erwischt. Scheiße. Der hat sich so ewig lang nicht bewegt, als ich zu ihm gegangen bin. Aber hier ist wieder so ein Baum. Nee, hier waren wir noch nicht. Das kommt überhaupt nicht bekannt vor. Bei dem Teich, wo wir gerade waren. Ja, der war vielleicht mal ähnlich wie andere. Nein, da waren wir schon, die ganzen Koffer und so. Ja, vielleicht ist er. Wir sind halt noch nie in diese Richtung jetzt gegangen, vom Teich aus jetzt. Ich weiß nicht. Vielleicht haben sie einfach mal so einen Teich öfter irgendwo hingesetzt, das kann ja auch sein. Gleiche Umgebung, einfach so als. Nee, da waren wir schon. Wollte eigentlich in Richtung nach Hause gehen, jetzt laufen wir wieder in die andere Richtung. Ja, du bist weggelaufen. Ja, weil ich die Hasen verfolge. Gehen wir jetzt einfach mal zurück, das auch Hasen. Aber bei mir verschwinden die ganzen Bäume. Kann es sein, dass das Spiel gerade bei dir voll buggy ist? Ja. Da unten sind zwei Kannibalen. Das ist voll creepy, Mann. Bei mir ist hier gar kein Wald, ne? Wollte ich nur mal so anmerken. Ist bei dir hier Wald? Ja, überall. Bei mir. Da kommt dir das wahrscheinlich nicht bekannt vor. Hier ist eine Falle, ja. Von uns. Aber ach, hier ist nochmal das Lagerfeuer. Um mich rum hier sind keine Bäume. Okay, ich mach mal die ganzen Fallen wieder Entschuldigung. Auf. Entschuldigung. Immer noch krank. Hey, die war doch offen. Alter. Nee, bei mir sind die alle zu. Das Spiel ist gerade so buggy bei mir. Das sieht so lustig aus. Ich sehe Bäume im Hintergrund, ne? Dort, wo du jetzt bist, ist ein Baum, ja. Ne? Dann gehe ich vor, sind alle Bäume weg. Alle Bäume sind einfach weg. Ja, komm mal. Wenigstens geh da hinten sind wieder zwei, ne? Zwei, drei Kannibalen. Wieso sind hier Baumstämme? Ja, weil ich habe mich doch abgeholzt. Alles hier? Ach, die Bäume wachsen ja nach. Ach du Scheiße, es sind nur viele Bäume nachgewachsen. Bei mir ist nichts. Bei mir ist, ich kann bis zum Baum gucken. Ich kann. Hier ist gar nichts bei mir, Mann. Uff. Es sieht so hammer aus, das musst du dir angucken, Mann. So buggy. Wenigstens steht die Festung noch. Ja, also für mich ist fast Zeit hier zu beenden, weil eigentlich. Also, die Folge läuft so noch ein bisschen. Normal. Aber ich wollte ja gerade sagen, du könntest nur noch ein bisschen Bäume fällen, aber. Ja, die spawnen bei mir. Bei mir gibt es keine Bäume mehr. Aber ich kann die anderen Loks schnell aber holen. Wir können ja nochmal. Mach mal schnell auf, bitte. Scheiß Stein. Aber ansonsten können wir noch mal ganz kurz rausfahren. Du tust ein paar Loks ab. Ey, hier steht noch ein Lok-Ding mit ein paar Bäumen drin. Wir haben hier alles einfach stehen lassen. Ach, das ist meins wahrscheinlich. Ups. Wieso hab ich jetzt einfach stehen lassen? Ich weiß gerade rein. Na, ich fäll einfach mal einen Baum hier. Oh Mann. Das sind ein paar Kannibalen. Genau gesagt, vier Stück. Wenigstens die spawnen die nicht. Kommst du zurück? Naja, ich weiß einfach nicht. Warte, ich komm mal. Lock sie mal hierher, sonst müssen wir die Leichen so lange vertragen. Was sind wir denn? Ach doch. Ach scheiße. Immer schön bewegen, das ist auch ganz hilfreich. Alter, wo ist der denn? Ach so.
So. Na gut. Man braucht echt einen Leichenkahn irgendwie. Jupp. Schon irgendwie. Ah ja, dann neben mir. Wo war jetzt mein Wagen? Ja, aber hier ist sehr schön. Vorteil davon ist natürlich jetzt ein bisschen, ich sehe die Eingeborenen sofort. Also ich glaube, die haben mich noch nicht mal gesehen und ich habe die gesehen. Und ich sehe die Loks überall schön. Na gut, das ist natürlich. Sogar der Ding, der schwebt sogar. Welcher Ding? Sag schon, der. Ja. Der Baumhart, Fahraufhänger, der schwebt bei mir in der Luft. Ja, kannst du dann wieder leer machen. Müsste, glaube ich, wird voll sein. Habe ich schon gemacht. Gut. Pack die Leichen mal wieder rein. Sehe ich eigentlich anders aus, weil ich habe jetzt ziemlich viel Lizard-Skin als Rüstung hergenommen. Ich bin gerade nicht da. Warte, ich muss gucken. Liegen hier noch da unten? Liegt noch ein Lock? Weißt du, es ist so, in der Fairness sind die ganzen Bäume da, ne? Ja. Aber wenn ich näher rangehe, verschwinden sie alle. Komisch, na gut, aber die Folge ist eh bald vorbei und dann ist wieder alles normal, hoffentlich. Hoffentlich, ja. So, da sind keine Loks mehr. So, und wie machen wir das denn? Lassen wir das jetzt noch ein bisschen an, dass Bäume nachwachsen, oder soll ich es in der nächsten Folge ausschalten? Ja, ich glaube, in der nächsten Folge können wir das ausschalten. Ah, okay. Ja, wobei, wir bauen ja auch immer noch gerade unsere Dinge, aber ich weiß jetzt nicht, ich sehe jetzt nicht, wie viele Bäume hier in der Gegend sind. So viele sind es nicht, das sind 4 Stück, die ich jetzt gerade sehe. Ernsthaft, das Feuer ist aus. Ach du Scheiße. Vetter im Anmarsch. Ernsthaft? Welcher Vetter? Der Fette, das Fette. Der so aussieht wie du. Oh nee, nicht der. Der war jetzt gut. Davon gibt es jetzt auch ganz schön viele. Hä? Ich kann einen Wagen nicht fahren. Das weiß ich doch schon. Oder welchen mal. Achso, du meinst den Lok. Holder. Yep, den kann ich nicht bewegen von dir. Du brauchst ja keine Knochen, glaube ich, oder? Doch. Das ist so. So, ich probier's jetzt noch einmal mit deinem komischen Wagen da. Ah, jetzt geht's. Die restlichen Knochen in die Kiste ran. Jo, bitte. Da müssten, glaube ich, noch irgendwelche Loks sein, die ich gesammelt habe. Loks habe ich gut aufgesammelt, eigentlich. Alle, ne, da gefunden. Ist noch einer. Gibt's noch. Ja, okay, das war der letzte, glaube ich. Mich würde jetzt eigentlich mal interessieren, wir haben doch mal so eine. Frankie Millionaire, Do It, Kassette 3. Wir noch mal. Cool. Frankie Millionaire, Do It. Das höre ich mir auch gerade an. Braucht zwar ein bisschen Batterien, aber. Oh yeah, oh yeah. Hey, das fängt gar nicht so schlecht an. Mit der Gitarre ist geil. Du hast auch dieses Duet, oder? Mhm. Da hinten rennt der Fette. Ach, den gibt's immer noch, ja.
Ja, und der rennt da gerade in die andere Richtung mitten im Wald. Das siehst du wahrscheinlich nicht, weil bei diesen 1000 Bäume davor. Ich habe ein Hack eingeschaltet, deswegen. Ja, ja. Wie in jedem anderen Spiel kann das Zeug und so. Ja, ja, leck mich. Wollen wir die letzten 5 Minuten noch Parfuren machen? Jo. Mit der geilen Mucke. Bei mir ist es ausgegangen. Das ist meine Batterie leer. Das wäre scheiße. Ich bin voll motiviert mit der Musik hier. Die Musik ist echt geil. Ja, sitzt doch buggy bei mir, Mann. Komme gleich. Aber warte, ich mach's gleich. Ach. So. Ich hab die Musik mal wieder ausgemacht, weil es mir zu viel Akku-Batterien verschwendet. Ja, die blöden Batterien. Wuppala. Sehe ich irgendwie anders aus jetzt eigentlich? Ich habe, glaube ich, Hälfte Lizard und Hälfte Knochen. Na ja, gut, nee, ja doch. So sehe ich direkt nichts jetzt unterm Fahren. Naja, ich glaube, man müsste mal komplett Lizard machen. Ja. Ja, vielleicht von hinten anfangen, sonst müssen wir da immer durchlaufen. Ja. Weil es wäre kacke, wenn wir immer durch diese Tür müssten. Wäre ein bisschen scheiße. Du hast das sowas von recht. Ich weiß. Na gut, das war dann eh schon letzte Fuhre. Und dann, ja, speichern wir doch gleich hier, oder? Jo. Wenn wir schon mal da sind. Pass auf, so. Dann speichere ich gleich zweimal. So. Aber die nochmal. So. Was heißt? So, dann bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen. Jo, ich auch. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, die nächste Folge ist es nicht so buggy bei mir. So, ich tue jetzt nochmal speichern, ich habe gerade getrunken. Super, das ist so wichtig. Ja. Und ja. Dann bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.